Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Video von deinkaffeevollautomattest.de. Heute geht es um die Reinigung einer Bosch Tassimo Vivi Kapselmaschine. Die Bosch Tassimo Maschinen sind oder kennzeichnen sich eigentlich dadurch aus, dass sie sehr leicht zu bedienen sind und die Kapselmaschine hier sehr elegant konzipiert worden ist, um dem Nutzer sozusagen alles abzunehmen. Die einzigen beiden Dinge, die man eben dem Kapselmaschinennutzer nicht abnehmen kann, ist zum einen immer mal die Reinigung und zum anderen die Entkalkung. Aber auch hier hat die Tassimo ein System, wo man quasi mit zwei Handgriffen und einem Knopfdruck das Ganze erledigt hat, und sie zeigt dir auch an, wann sie beispielsweise entkalkt werden muss. Das seht ihr hier, ich habe die jetzt mal angemacht. Da seht ihr diese drei Symbole. Das obere bedeutet, sie ist betriebsbereit, und man könnte jetzt, wenn die Kapsel drin ist, so wie hier, den Kaffee zubereiten. Und das untere Symbol bedeutet, das wird dann rot leuchten, wenn das soweit ist, dass die Maschine entkalkt werden muss. Wenn es soweit ist bei dieser Testmaschine, dann werden wir dazu auch ein Video veröffentlichen, wie das funktioniert. Heute schauen wir uns nur die Reinigung an. Diese Reinigung solltet ihr regelmäßig durchführen. Je nachdem, wie hoch da euer Bedürfnis für ist. Ich mache das so meistens einmal die Woche, weil ich sehr viel Kaffee momentan aus dieser Kapselmaschine trinke, weil ich sie testen möchte. Ich habe auch verschiedene Sorten natürlich von diesen Kapseln. Hier habe ich mal ein paar für euch rausgelegt. Das ist einmal die Kaffee Crema Classico XL und mein Lieblingsgetränk aus der Bosch Tassimo, mein absoluter Tipp, auch wenn es kein Milchaufschäumsystem gibt, den Latte Macchiato. Braucht man zwei T-Discs, so heißen die dafür, weil die speziell entwickelt worden sind von Bosch und sind aus Plastik, nicht aus Alu, wie zum Beispiel die Nespresso-Kapsel. So, schauen wir uns jetzt aber mal den Reinigungsvorgang an. Wenn ihr die Reinigung machen wollt, das erste, was ihr machen müsst, den Wassertank komplett auffüllen, weil danach das Wasser durchläuft. Habe ich schon gemacht jetzt. Dann, bei mir bleiben meistens die alten Tee-Discs drin, bevor ich einen neuen Kaffee zubereite. Deswegen ist die noch drin. Und dann nehmt ihr diese gelbe Tee-Disc, die wird mitgeliefert mit den Tassimo-Maschinen. Legt die rein wie eine Kapsel. Die hat hier unten hier Ablagefach. Da kann man die reinstecken, sodass die dann nicht irgendwo rumfliegt, ne? Oder dass man die verloren geht. Wie ihr seht, hat die auch so einen Strichcode, weil die Tassimo-Maschinen funktionieren ja ganz einfach. Ihr legt eure Kapsel rein, macht zu, drückt auf die Zubereitung hier und dann kommt der Kaffee raus. Ihr müsst überhaupt nichts einstellen, wird alles automatisch durch diesen Strichcode erkannt. Bedeutet im Umkehrschluss natürlich auch, dass ihr kein Wasser durchlaufen lassen könnt, wenn ihr keine Kapsel da drin habt. Und da wir ja jetzt keinen Kaffee zubereiten wollen, sondern den Reinigungsvorgang, braucht ihr diese Reinigungs- und Entkalkungstee-Disk. Okay, ihr habt sie eingelegt, ihr macht zu. Gelb blinkt, also orange, dann könnt ihr draufdrücken. Müsst ihr 5 Sekunden halten. Ja, war sogar kürzer, in der Betriebsanleitung steht 5 Sekunden. Jetzt seht ihr, blinkt auch diese Entkalkungsanzeige, was in dem Fall allerdings natürlich nicht stimmt, der reinigt jetzt nur. Und jetzt könnt ihr den im Prinzip laufen lassen. Und er reinigt jetzt sozusagen für euch vollautomatisch diese Maschine. Danach ist dieses Behältnis hier voll. Dann schüttet ihr das weg, nehmt die gelbe T-Disc wieder raus und fertig ist die Reinigung. Ganz einfach bei der Bosch Tassimo. Wenn euch unsere Testberichte interessieren zu Kapselmaschinen und Kaffeevollautomaten, dann schaut einfach mal vorbei auf deinkaffeevollautomattest.de. Bis bald!